Und damit willkommen zurück zu Gabriel Knight, The Beast Within. Das letzte Mal haben wir dem Dallmayr, dem Historiker, ein Gespräch gerade an der Todesstelle von Ludwig II. Geführt. Haben ein paar interessante Sachen gehört und ich... Können wir eigentlich schneller rausgehen? Nee. Ach ja, doch. Und wir sind jetzt auf dem Weg, diese Information zu teilen, nehme ich an. Wir könnten nochmal zu Neuschwanstein fahren. In der Sängerhalle sind ja diese komischen Geräusche rausgekommen, just da. Aber wen sollen wir denn fragen? Die Leute, die dort sind? Mal gucken. Ich würde das gehen und dann gehen wir wieder Rittersberg. Vielleicht gibt es ja da noch ein, zwei interessante. I don't think the guards will... Ach so. Das war nach vorne, nehme ich an. Ja. Dort hier. I don't think the guards want to be bothered while on duty. Okay. Nein, da gibt's nichts Interessantes. Nein. Dann geht's ab nach Rittersberg. Okay, also es sind ja schon ein paar Informationen da. Also ich meine, dieser eine schwarze Wolf, wo geklärt werden muss, der davor Gauda hieß. Paul Gordon. Ist ja auch die Frage, welchen Namen hat er da noch angenommen? Ob das unser lieber Baron ist, dann, nachdem er adlig wurde. Mal schauen, vielleicht gibt es hier drin was Neues. Zieh den Mantel aus. Und? Hi, Gerda. I'm back. Good. Das Grinsen. Good. So. Gerda? Yes? Das Grinsen. So, ich brauche eine spezielle Permit. Mann, Wort, komm her, deutsches Wort. Erlaubnis. Ja, perfekt. Spezielle Erlaubnis, damit dieses Namens, dieser Name halt nachgeschaut werden kann in den royalen Aufzeichnungen. Wer ist denn das eigentlich? Das heißt. Gibt es noch einen Namen dafür? Schade, vergessen. Wo gerade diese adligen Titel behandelt werden. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Und like das Video. Nicht vergessen. So. Gerda, do you have any idea where I could get a government research permit? I don't have time for a lot of red tape. You should ask Herr Übergrau. He can maybe get such things very fast. You think? I was gonna write Gabriel today anyway. Muss ich schreiben und Gerda so, ja, das machst du. Ach, die Beten sind jetzt glücklich geworden. So, wir gehen in unser Zimmer. Also, haha, Zimmer. So. Ab zur Schreibmaschine. Achso, ich muss übersetzen. Ach, ich vergesse schon wieder. Auf der Frage hin, woher wir so eine Erlaubnis bekommen können, ist mein Spiel abgestürzt. So, da gab es gerade ein technisches Problem. Also, auf die Anfrage hin, woher wir so eine Erlaubnis bekommen können, meinte Gerda, dass das Herr Übergrau machen kann. Und wir werden jetzt sowieso erstmal Gabriel einen Brief schreiben. Ich vermute, damit ist nämlich das Kapitel auch gleich vorbei. I should get a letter off to Gabriel. I need to include a note to Übergrau about the research permit. Genau. Sie schreibt das und will sowieso dann noch diese Notiz hinzufügen, dass Übergrau da etwas erforschen soll. Diese Musik. Diese Schultern. Nein, gib kein Küsschen drauf. Nein. Gut, wir haben so einen Brief. Können wir den eigentlich nochmal lesen? Wahrscheinlich nicht zu Ende reingesteckt. My letter to the great detective. Oh. Mein Brief an den großen Detektiv. Ach ja, Grace. So, wir müssen ja sogar noch, das Kapitel hört nicht auf, wir müssen den Brief ja sogar noch wo reinstecken. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant in dem Spiel, dass man so einen kleinen
so einen kleinen Dienst sogar noch machen muss. Ich meine, bei manchen Spielen, wenn einmal klar ist, dass man Briefe schreibt, ne, dann ist ab sofort klar, jedes Mal, wenn du einen Brief schreibst, ist nächstes Kapitel Übergang. Aber hier müssen wir wirklich diesen Brief noch wegschaffen. Das ist eigentlich ganz putzig, muss man mal. So, wie war das gewesen? Ich muss erst klingeln, genau. Grüß Gott, Frau Nakimura. Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie noch etwas? Nein, leider nicht. So, wir geben ihr dann. Kann ich diesen Brief versenden? Ja, dreimal bitte. Kann ich diesen versenden? Ja. Okay. Unser Portemonnaie ist hier. Wallet. Dankeschön. Bitte sehr. Brauchen Sie noch etwas? Nein, ich glaube nicht. Danke. Bitte. So, und das Kapitel? Okay, es geht noch weiter. Wir haben den Brief jetzt abgeschickt. Das ist eigentlich gerade immer kapiteltechnisch. Gut, dann gehen wir nochmal hier in Göttin Löwen rein. Vielleicht haben wir unsere Taro-legenden Gäste haben nichts mehr. Okay. Du polierst ja ständig. Herr Ticke. Huber? Yes? Der hat so eine angenehme Stimme. Yes? Die Smiths, wo sind sie denn hin? Are the Smiths in their room? Ja, I believe so. Could you ask them to come down, please? Ja, natürlich. Die sind oben. Nachfrage, ob sie runter können. Oh ja, Chris, du musst warten. Oh, das ist so schlimm. Now you just tell Merle what's going on. Du erzählst mir jetzt, was so abgeht. So, der Traum von Ludwig. I had a dream last night. Achso, über Ludwig, den wir I hatten. didn't remember it at first, but I saw something today at one of the museums. What was the dream? I was being chased in the woods by wolves. And I saw a sleigh. Ludwig was inside. He pulled me up, and I thought I was safe. But then he turned into a wolf. So what do you think, Mother? A dream of rescue is a spiritual guide dream. The High Priestess in Gabriel's cards must be linked to Ludwig somehow. What do the wolves represent? I'm a psychic, dear, not Freud. But the warning I got was about the black wolf, wasn't it? And the wolves in the dream. It must be the same danger. It's so frustrating. The more I find out, the more questions I have. Why don't you try a little communicating of your own? Ludwig's the link. Appeal to him. The answers may not come right away, but at least you'll give the guide something specific to say the next time she contacts you. Isn't there any way that you could, do a psychic reading on Ludwig or something? To tell you the truth, I've been trying all day to make contact. But I only feel great despair. Ludwig's soul is not at peace. I'd better go. Anytime you need us, stop by. And be careful, Thanks. Okay, wir haben über diesen Traum geredet. Und zwar diesen Traum, wo wir von irgendwas gejagt wurden und dann auf Ludwigs Schlitten zu, also Schutz fanden, aber dann hat sich eben Ludwig als Wolf verwandelt. Das ist diese spirituelle Führung, dass wir halt von irgendwas gejagt werden. Das hat sie auch bestätigt. Und eventuell als Hohepriesterin könnte halt. Irgendwie sieht zu klein aus für den Tisch, weiß auch nicht. Es ist egal. Könnte das Gabriel sein, der eben gerade diesen Ludwig repräsentiert bei uns im Traum? Und als auf die Anfrage hin, was denn dieser Wolf bedeutet, meine sie, na, sie kümmert sich um diese Geisterdinger und ist nicht Freud. Sehr schön.
Jedoch war auch noch von uns die Frage gewesen, warum sie nicht mal versucht, Ludwig zu erreichen. Aber das versucht die gute Mrs. Smith schon seit einer ganzen Raumzeit. Das klappt nur nicht. Und außerdem spürt sie einfach nur vor. Was macht denn der Hooper gerade im Hintergrund? Gucken, was er nochmal macht. Nee, nee, nicht das. Der hat gerade irgendwie. Okay, ich rede weiter. Der hat gerade irgendeine komische Geste gehabt. Ich muss dann gleich nochmal gucken, der Aufnahme. Ob das jetzt nur Einbildung war. Auf jeden Fall spürt sie einfach nur Verzweiflung von Ludwigs Seite. Und seine Seele hat definitiv keinen Frieden gefunden. Gut, jetzt muss man halt rauskriegen, was es geht. Gut, es war ein Hirngespinst. Wir können. I don't have anything else. Okay. Was haben wir denn jetzt noch zu tun in dem Kapitel? Post haben wir abgeschickt. Wir können mal klopfen. Okay, ist keiner da. Wir können in die Zelle gehen, aber. Da passiert auch nicht. 347 ist, glaube ich, nicht besser geworden, unser Counter. Das heißt, wir haben nichts. Wir können in die Kirche gehen. Und dann können wir in die Burg gehen, weil eigentlich haben wir dann. Ich weiß gerade nicht, fehlt noch irgendwas, was wir jetzt getan haben? Ich hoffe, es aus Spaß so gesagt, das Kapitel muss jetzt zu Ende sein, wenn wir den Brief schreiben, weil es vom Gefühl so ist, aber. I don't want to disturb. Aber irgendwie haben wir. Oder müssen wir wieder einfach die Burg damit das Ganze beenden? Jürgen Ritter. Jürgen Ritter. Ja, Jürgen Ritter. Those look better. Those look better. Wolfgang Ritter. 10 May 1923 to 25 June 1993. Okay, also ich glaube, wir haben ja alles. Wir gehen mal zurück in die Burg. Rittersburg. I don't have anything to ask Gerda right now. Und ich habe gerade keine Ahnung, was ich noch machen will. Wir haben den Typen kontaktiert, haben ihn das alles mit dem besprochen. Wir haben den Brief abgeschickt. Wir haben diese Traumdeutung gemacht. Oder müssen wir da eins von diesen Briefen denen zeigen? Ich gehe jetzt ins Zimmer rein, versuche mal mich hinzulegen ins Bett. Klappt das? Pretty comfortable, even if he slept in it. Können wir hier noch irgendwie. Who should I call? Ghostbusters! It wasn't worth picking up the first. I don't know who else to write. Ja, ich weiß gerade auch nicht, was noch getan werden muss. Was haben wir denn noch? Wir haben die Briefe. Wir können auch Barclay anrufen. I don't want to bother Professor Barclay again. Wir könnten den nochmal anrufen. I don't have anything to talk to Herr Dahlmeier about at the moment. Ich weiß es gerade nicht. Da ich das mit dem Traum natürlich am Anfang nicht gemacht hatte, hätte es sein können, dass ich da irgendein von den Museen jemanden sprechen kann, dass es da irgendeine Connection gibt. I don't have any. Muss ich jetzt echt die ganzen nochmal durchgehen? Wir gehen jetzt mal hier am Chiemsee. Das ist einfacher, weil sonst ein großer Raum ist mit zwei, drei Abteilungen. Naja, kleines Problem ist jetzt. I don't have anything to. Aber. Maybe Mrs. Smith will know what my dream meant. I have to ask someone. This thing is getting too weird. The Midnight Sleigh Rides. Okay, das war die das mit Mr. Smith. Ich glaube, das habe ich letztens nicht mehr kapiert, wer Smith war. Das war natürlich der gute. Diese guten Hellseher. December 8. Ich weiß gerade echt nicht, wohin ich es soll. Traumdeutung, vielleicht gehen wir nochmal hin zur. Aber.
Grace Nakamura. Nee. Dann gehen wir nochmal zum lieben Studenten. Der freut sich auch, dass er uns sieht. Nach Bayreuth. Das Wagner-Museum. Mal gucken. I don't have anything to ask Georg about at the moment. Cosima was Wagner. Okay, was können wir denn noch machen? Das sind die Sequenzen gewesen, richtig? Opening Movie and... Geht's hier eigentlich noch tiefer? Ich meine, dann wird hier nochmal... Interessant, oder? Ist jetzt wirklich gemein, dass man schon sieht, was noch kommen wird, aber sei es drum. Was haben wir jetzt noch übersehen? Und ich spreche von einem Bier. Was hat noch was mit den Smiths zu tun? Lass nochmal zu den Smiths gehen. Vielleicht ist da irgendwas noch, was wir machen müssen. Zum Gott den Löwen. I don't have anything to say to Herr Huber at the moment. Gut, damit ist sicher, dass wir den Smiths nichts mehr machen. Das ist schön. Das ist damit erledigt das. Was machen wir denn jetzt noch? My notebook. My notebook. Wir haben uns die Telefonnummer von Gabriel, oder? Demnach. Ich würde mal sagen, ich pausiere mal hier die Aufnahme und gehe nochmal die ganzen Museen durch, ob jetzt irgendetwas anders wird dadurch, dass wir mit den Smiths geredet haben. Und wenn ich was bemerke, dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Gabriel Knight 2. Ich habe eine Weile gesucht und habe etwas festgestellt. Bei dem einen Buch, das wir im Inventar haben. Schaut mal nach. Chapel. Genau den wir wollen. Sir Richmond Chapel. Und siehe da, dass die eine Telefonnummer. Ich weiß nur nicht, ob sie sich die aufschreibt. 41, 82, 55, 32, 34. Ach stimmt, die haben wir auch schon. Nee, das ist Dahlmeier doch. Ach nee, Dahlmeier. Das Ende ist aber genauso. 2, 2, 3, 4. 8, 2. Da ist nur das 4, 9 anstatt 4, 1. Die sind ja toll. Die haben einfach die Nummer nur eine ausgetauscht. Das ist eine andere Telefonnummer. Alles klar. Das heißt, ich würde jetzt ins Schloss gehen und versuchen mal anzurufen. Ja, also das ist halt dieser Kontakt mit dem Chapel. Ja, da war ja was. Aber ich dachte, es kommt noch später. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt noch akut wird. Aber wenn wir so ein Buch sehen, denke ich mal, kann man damit was machen. So, wie kriegen wir sie dazu, dass sie anruft? Hat sie sich das jetzt automatisch gemerkt, weil wir nochmal reingeschaut haben? Weil wir konnten es ja nicht anklicken. Das heißt... Who should I call? Ghostbusters. So, wir nehmen jetzt einfach das Buch und klicken darauf. Ja, das macht's sehr gut. Blödsinn. Ich dachte halt, mit dem Brief an Gabriel wäre alles klar, aber das schreibt sie zwischendurch mal. Das ist schon interessant. Hallo, Bertil München. Hi, I have a book of yours on Ludwig II. The author's name is Sir Richmond Chapel. Yes, how can I help you? Well, I'm doing some research on Ludwig and I was hoping you could get me in contact with the author. I'm afraid Sir Richmond Chapel is deceased. Oh. However, his son is living. Oh. Well, is there any way you can put me in touch with him? And who are you doing this research for? Well, I'm working with Professor Barclay from Yale University. All right. Thomas Chapel's number in England is 41-20-555-771. Thank you very much. I appreciate it. You're welcome. Goodbye. Bye. Okay, wir haben Verlag angerufen, woraus kam, dass wenn wir mit diesem
Sir Chapel reden wollen, dass der leider verstorben ist, aber sein Sohn lebt noch. Als wir daran weiterverwiesen werden wollten, wurde nachgefragt, für wen wir denn die Studie machen oder die Forschung machen. Und dann hat sie gemacht, für Berkeley, die Yale University. Damit es ein bisschen offizieller klingt. Du kleines Lügenmonster. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Nummer von dem Sohn und können gleich mal anrufen. Chapel Residence. Hi, my name is Grace Nakamura. I'm calling from Rittersburg, Germany. Is Thomas Chapel there, please? Speaking. What may I do for you, Miss Nakamura? Speaking. This is going to sound crazy, but I have a copy of your father's biography on Ludwig II. I understand he had access to Ludwig's diary. Yes. Well, oh God, I'm not even sure. He didn't make a copy of it or anything, did he? Or perhaps he took good notes? He wrote down a complete translation in English. He said he couldn't make headway with the German version. Ludwig's handwriting was rather broke, you know. He wrote down an English translation. Do you still have it? Well, unfortunately, my father was allowed to see the diary only on the grounds that he wouldn't publish the entire work. I can't let you see it. Have you tried contacting the National Archive? No, I don't have the kinds of connections your father did, or the time. That's unfortunate, but I really cannot let it out of my hands. I understand. It was just a shot in the dark. Very well. The best of luck to you. Thank you, Mr. Chapel. Okay, also auf die Nachfrage hin, ob da der Vater noch eine Abschrift gemacht hatte von diesem Tagebuch, heißt es nein, wurde nicht getan. Aber es gibt eine Übersetzung, eine englische Übersetzung. Warum? Naja, er hatte mit der Handschrift vom Ludwig Probleme, weil die ja auch immer gebrochen wurde dann in den letzten Tagen. Und ich denke mal auch, weil er mit den Deutschen nicht so gut klarkam. Und es ist ja besser, eine englische Übersetzung zu haben, mit der kann man besser atmen, arbeiten. Aber da es natürlich trotzdem von den realen Archiven trotzdem so geheim gehalten wird, durfte er davon natürlich nicht viel veröffentlichen. Und demnach kann jetzt auch der Sohn das nicht einfach zeigen. Grace sollte sich da wieder um eine Erlaubnis bemühen. Und da hat sie leider keine Zeit und er kann es nicht geben. Also ist das gerade leider eine Sackgasse geworden. Shit. Aber ich kann mir nochmal Chris unten die Gerda fragen. Vielleicht hat die ja irgendwie die Möglichkeit. I don't have anything to ask Gerda right now. Das ist schade. Und warum hat sie das jetzt nicht nochmal hingeschrieben? In den Brief an Gabriel, das wundert mich gerade. Toll, das heißt, die eine Option, die wir noch hatten, ist auch eine Sackgasse. Mist. Okay, da es immer noch nicht beendet ist. Was haben wir noch? Also eine Sache, die ich jetzt beim Rumlaufen noch festgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn ergibt, aber sei es drum, wir müssen uns ja an Strohhalme klammern, wenn wir sie zumindest sehen. Ist das hier... Das verarscht mich. Ich war vor uns hier gewesen und da ist diese scheiß Pflanze... Entschuldigung. Hat noch nicht geblüht. Das ist eine Lilie, oder? Lilie? Kenn mich nicht aus. Blume. Punkt. Jetzt blüht die. Dieser Scheißanruf hat die zum Blühen gebracht. Die ist getriggert worden, sozusagen. Können wir die jetzt mitnehmen? Ich wollte ihm sagen, das ist noch eine Blume, aber wissen, was wir da machen können. Ich meine. Ah. Wirklich. Gibt's das denn, die Lilienblühen schon? Sehr schön. Ja, aber es ist doch noch so kalt. Kalt? Tschesche. Für Sie ein Geschenk von der Madonna. Oh no. Nehmen Sie sie ruhig. Heute Nacht wird es kalt und sie wird sowieso erfrieren. Der Blick. Hihihi, ich muss lachen für die Kamera. Thank you. Okay.
Oh, fühlst du dich schon ein bisschen geehrt hier. Hm? Die Lilien blühen. So, was bringt uns das? Wir haben eine Lilie. Father Getz said the lily was a gift from the Madonna. That's an odd way of looking at it. Was bringt das denn jetzt die Lilie? Verdammt nochmal. Ich meine, ich dachte, vielleicht passiert noch was mit den Blumen, aber dass wir jetzt die Blume kriegen, bringt mich trotzdem in das Problem, dass ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Okay, wir haben die Lilie. Was machen wir mit der Lilie? Blumen aufstellen haben wir schon ein was gemacht. Das war damals scheinbar nichts mehr Lilien, das hatten wir woanders dann geholt. Was machen wir denn jetzt mit der Lilie? Jemand da reichen? Moment, der Student. Ist das hier so eine verkappte Flirtnummer? Moment, das testen wir mal ganz kurz. Aber warum schenkt denn ich als Frau einen Mann? Gut. Der hatte was am Ohr gehabt. Ich weiß nicht mal, ob der so unbedingt auf Frauen steht. Zugegebenermaßen. Aber wir testen es. Hier, Wagner. Wer kriegt denn eine Lilie? I don't have anything to add. I'm not sure Georg would want to see that. Mist. Lilie. Da, irgendwas klingelt da gerade in meinem Kopf, aber ich weiß gerade durch den Türsteher nicht, was. Es klingelt einfach so. Haben wir Lilien schon gesehen? Gut, es geht hier ganz viel um Ludwig. Also wird Lilie mit Ludwig im Zusammenhang stehen. Ist das sein Zeichen? Ist das einfach nochmal. Ah, haben wir irgendwo Lilie? Moment, wir gehen nochmal kurz zurück. Ich glaube, heißt die sogar Lilie im Englischen? Lilie? More swans. Schwäne, wissen wir ja. I wonder why he was studying the occult before he died. Ist das Zeichen hier irgendwie schief? Wir gehen zurück, da ist es mittig auf dem Sitz und hier ist es. Ah, gut. Obwohl doch, das ist perspektivisch ein bisschen im Eimer. Die Lilie. I doubt there's anything left in there now. Besides, the guard would kill me if I touched. Ja, ist richtig. Boah, Lilie. Also, es geht die ganze Zeit um Ludwig. Das heißt, die Lilie steht mit ihm im Zusammenhang. Vielleicht ein Zeichen für ihn. Was machen wir jetzt mit der Lilie? Was hat die Smith gesagt? Wir sollen in Kontakt treten mit Gabriel, vielleicht auch mit Ludwig, weil sie kriegt das ja nicht hin. Ist das jetzt die Lilie, mit der wir irgendwie Ludwig kontaktieren sollen? Das ist natürlich am ehesten, haben wir schon gehört, ist da der stärkste Bezug zu finden, laut Dahlmeier. Was können wir denn hier noch machen? Moment. Ach, wir können jetzt das. Moment, wir können hier hingehen? I wonder what it felt like under there. Sie wundert sich, oder sie fragt sich, wie sich da unten anfühlt. Da runter, unter dem Wasser, schwimmend. Weiß die Lilie hier anwenden? Ihr verarscht mich doch, wirklich. So, Grace. I'm trying to figure out what you want me to do. But I need more information to work with. If you can send any my way, I'd appreciate it. Sie weiß nichts mit den bisherigen Informationen anzufangen und sie erhofft sich weitere. Ein Bild. Holy fuck, ja. Und? Ich dachte, die Videosequenz ist endleitend. Geh nochmal runter.
I hope I'm not losing my mind. Sie hofft nicht, dass sie ihren Verstand verliert. Sehen wir auch die Lilie. War es jetzt ein Bild von Ludwig gewesen? Also sie erhoffte sich auf mehr Zeichen. Jetzt hat sie das Zeichen gekriegt eines Gesichts. Okay, was uns zu unseren liebsten Smiths wiederbringt, weil die bestimmt das deuten können. Smithy, Smiths and Smithers. Wenn wir den reden können. I don't have anything to say to Herr Huber at the moment. Und wenn Herr Huber nicht angesprochen werden darf, dann sind die Smiths auch weg. Fug! Die Lilien, sind die jetzt eigentlich komplett weg? Kann man sich dann noch eine irgendwo für irgendwas anderes mitnehmen? Ich frage für einen Freund. It was nice of Father Getz to give me one of the lilies. Lilies, ja genau, okay. Es war nett von ihm, dass er eine gegeben hat. Dann gehen wir nochmal rein in die Burg. Gibt's was Neues? Hi, you just had a phone call. It was Frau Gelder at the post office. She said a fax came in for you there. Really? I wonder what it was. Maybe it's from Gabriel. Don't hold your breath. Okay, es war von der Post Nachricht gewesen, dass da für uns was angekommen ist. Und sie so, fax von Gabriel? Nein, das glaube ich nicht. Hold your breath. Halt den Mund, das wird nichts. Die kennen sich doch jetzt besser. Warum ist denn das jetzt so unangenehm? Hallo, Frau Gelder. Haben Sie etwas für mich? Ja, ein Fax. Ein sehr langes Fax. Das ist aber nicht vom Schattenjäger. Ist okay. Dankeschön. Habt ihr gerade gesehen? Da hatte man... Thomas Chapel. Oh... Habt ihr gerade gesehen, dass sie übergeben wurde, dass das Papier unten auch greenscreen-mäßig irgendwie durchsichtig war? Okay, wir haben von... Wir haben das gekriegt? Hat er nicht für uns, oder habe ich es falsch verstanden? Hat er nicht gesagt, er kann das nicht rausgeben? Ah, er kann wahrscheinlich nur Teile rausgeben, war seine Aussage. Alles klar, okay. Oh Gott. Oh Gott. Holy Mantle. Okay. Da das zu lange wird, würde ich sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge ist lang genug. Ich muss jetzt ein paar Mal unterbrechen. Und wir gucken uns das dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, euer Landetour. Tschüss.